Hallo zusammen. In diesem Video geht es um den relativen Zinssatz. Ihr werdet in diesem ersten Video über eine Problemstellung an das Thema herangeführt. Das hier ist unser Unternehmer Hans Glück. Hans Glück betreibt eine Schreinerei und braucht einen neuen Lastwagen. Dieser Lastwagen kostet natürlich Geld. Er benötigt dafür 75.000 Euro. Dieses Geld hat er nicht. Also geht Herr Glück zu seiner Hausbank. Dort verlangt er einen Kredit. Folgende Konditionen bekommt er von seiner Hausbank. Wichtig bei den Zinsen handelt es sich um Vorabzugszinsen. Das heißt, diese Zinsen werden nicht über die Laufzeit verteilt und Stück für Stück immer mal wieder bezahlt, sondern sie sind direkt im Vorfeld zu bezahlen. Jetzt ist nur blöderweise Hans Glück Folgendes passiert: Er weiß die Kreditsumme nicht mehr. Damit würden wir bisher folgendes Schema verwenden. In leichter Abwandlung unseres Disagio-Schemas würden wir von der Kreditsumme die Zinsen abziehen und den Auszahlungsbetrag erhalten. Da wir wissen, wir benötigen 75.000 Euro, wäre das unser Auszahlungsbetrag. Außerdem ergänzen wir die 5,5% Zinsen und würden nun das Prozentschema ergänzen. Anschließend rechnen wir von unten nach oben und würden nun unsere Zinsen und die Kreditsumme erhalten. Allerdings ist uns hier an der Stelle ein ganz gravierender Fehler passiert. Wir haben nämlich überhaupt nicht bedacht, dass der Zinssatz immer bezogen wird auf ein komplettes Jahr als Laufzeit. Das heißt, an der Stelle befindet sich nun ein Problem und es ist jetzt eure Aufgabe, das Problem zu formulieren und im besten Fall das Problem natürlich auch zu lösen. In der nächsten Stunde besprechen wir dann gemeinsam eure Formulierungen und eure Ergebnisse.